Ja, da gerade mein Lego Star Wars die komplette Saga keinen Bock mehr gehabt habe und ich es neu installiere und dafür deinstallieren musste, habe ich mir gedacht, mich jetzt lieber gerade noch zwischendrin eine Balloons TD Folge auf. Keine Ahnung, was für Taktik mir heute mache. Das sehen wir gleich, oder? So. Ob mir überhaupt eine Taktik mache oder mehr, ob mir einfach nur ganz normal spiele. Also ich habe mir gedacht, da wir könnten ja mal heute einen Experten-Modus spielen. Dazu habe ich letztens, also das hier gespielt, auf leicht haben wir ja schon durch, also ich schon durch. Und dann habe ich mir überlegt, spielen wir jetzt Mittel. Also jetzt komplett ganz spontan habe ich mir das gerade überlegt, machen wir das doch so. Und dann, also meine Taktik war, wo ich das gemacht habe, ich habe hier und dort zwei Piratenschiffe hin platziert und dann hier zwei Dings und ja genau, das sehen wir jetzt gleich. Ich erinnere mich ja natürlich noch an meine Taktik und wir sind auf jeden Fall ziemlich weit gekommen. So, Philipp, hör jetzt mal auf zu schnacken und start. So, welchen Affe hatte mir eigentlich in der Mitte dann? Wartet mal kurz. Ich glaube, es war dann. War das so einer? Ich glaube, es war dieser Ninja. Machen wir jetzt einfach mal hier Ninja-Affe hin. So. Das Problem ist jetzt aber leider, dass mir die linke Dinger nicht verteidigen können. Weil man da logischerweise kein Affe sitze, aber. Es sei denn, ich mache jetzt mal hier einfach. Schnell so einen hin, damit mir nicht ganz so viele Leber abgezogen bekomme. Und den verkaufen wir dann nachher, wenn ich hier was Gescheites hin platzieren möchte. Gut. Ah ja, genau. Hier habe ich dann einen Magier hingemacht. An das er in. Da hatte mir hier kompletter Magier. Ist ja auch egal. Wir können ja auch hier Magier hinsetzen. Das ist ja wurscht. So. Also. Dann wäre mir. Upsi. So. Dann setzen wir doch mal hier so ein hübsches Boot hin. Okay. Also falls euch jetzt fragt, hey Philipp, wieso hast denn du das so schnell hinbekommen? Warum war das billiger wie sonst? Ja, ihr könnt ja eure Fähigkeit skillen und das habe ich auch gemacht. Und deswegen, ich mache da jetzt auch billiger hier. So. Logischerweise müssen wir den Ninja hier auch verbessern. Sonst habt ihr natürlich keine Chance zu gewinnen. Sonst, genau. So, ich habe den ja jetzt hier, ihr seht es hier schon mal auf Spitzendings da gelevelt. Und ich hoffe, dass nach der Folge endlich dieses Piep Lego Star Wars endlich fertig ist. Das geht mir so auf den Keks. Vielleicht muss ich mir ja doch ein Steam-Konto machen, aber ich wollte eigentlich damit warten, bis ich das ganz offiziell machen darf. Ohne irgend so eine blöde Beziehung, erziehungsberechtigte Freigabe oder so, erschmarrn. Deswegen müssen wir da wahrscheinlich noch ein bisschen warten. So, zack, Langstrecke. Was willst du eigentlich von mir? Den hier ersetzen wir jetzt gleich. Die Gladiadora. Aber vorher müssen wir ein bisschen aufpassen, dass nicht zu viele Dinger durchschießen. Weil ihr habt ja schon gesehen, es sind schon ein paar mehr durchgegangen, als ich wollte. So, Langstrecke, ahoi. So. Jetzt kann ich den ganzen blöden Spielestand ja schon wieder wiederherstellen. Och Mann, ey. Oh. So. Gut, ihr wollt ja nicht, dass ich euch die ganze Folge auf den Keks gehe, deswegen. Konzentrieren wir uns jetzt hier mehr auf den Folgeinhalt und ich sorge mal dafür, dass ihr hier einen schönen Traubenhagel bekomme, damit er auch nicht so viel durch kann. So, was sagst du? Okay, du hättest gerne den Doppelschuss, kein Problem. Nachdem wir die Adora haben, werden wir dich auch verkaufen, mein Freund. Du bringst uns 100. Halt. So. Ich hätte jetzt gern, dass hier nichts mehr durchgeht. So.
So, okay. Holen wir jetzt noch Hotshot und dann. Müsste erst einmal nichts durchgehen, hoffentlich. Oh Mann, es wird knapp. So, okay. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob die Taktik hier überhaupt passt für in der Folge. Wenn nicht, lade ich das Video trotzdem hoch. Das macht ja dann hoffentlich nichts. Ich brauche jetzt die blöde Adora. Oh Mann, es wird immer knapper. Jetzt haben wir nicht mal jemanden, der Tarnfähigkeit angreifen kann. Oh, verpiss dich jetzt. Ah doch, dich können wir gleich verbessern. Dann sind wir nämlich gleich tot. So. Jawohl. Gut, Adora Unde. Obe Ninja. Dann fehlt uns jetzt ja eigentlich nur noch der Magier. Genau, der ist hier. Den machen wir hier so hin. Und jetzt sind wir gleich tot. So. Oh, Mann. Na, na, na. Aktivieren schnell. Ich will nicht sterben. So. Okay. Perfekt. Oh, irgendwas stimmt da noch nicht so. Da oben kommen immer noch welche durch. Das behagt mir noch nicht so ganz. Zack. So, hoffentlich hilft der Feuerwall was. Dann machen wir hier oben den Doppelschuss und dann, wenn wir Glück haben, kommt da nichts mehr durch. Wenn wir Pech haben, sind wir gleich tot in 2 Minuten. Weil wir nämlich zu schlecht gespielt haben. Oh, dieses blöde Schiff. Oder wir machen jetzt doch endlich diese Flieger. Weil wir wollen ja logischerweise nicht sterben. So, explodierende Ananas. So. Dann werden wir dasselbe hier drüber auch machen und. Aber um genau zu sein, so dass es das zentrierte Pfad hat. Explodierende Ananas. Ne, das war jetzt scheiße. Nein. Entschuldigung, falls ich jetzt das Wort mit S gesagt habe. Weil das soll man ja nicht sagen. Aber das ist mir egal. So. Mann, wir haben nur noch 6 Leben frei. Wenn man dann einer durchgeht, dann sind wir schon tot. Schieß jetzt schneller, du blödes Ding. Wo ist mein Mauscursor? Nein, Mauscursor. Ja, ich sehe ihn immer. Ach, jetzt hier. Könnte ich ja auch mal ein bisschen schneller schießen. Vielleicht kommt dann noch weniger durch. So. Zack. Jawohl. So. Aktivieren wir die Fähigkeit. Und tot. Sehr gut, Philipp. Jetzt wollte ich euch eine Taktik zeigen und habe es selber nicht einmal hinbekommen. Tja, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Die wäre jetzt eigentlich für den Mülleimer, weil mir nichts geschafft habe, aber gut. Danke fürs Ansehen, lasst ein Like und ein Abo da. Genau, ich nenne das Video dann einfach die misslungene Taktik. Ciao!